Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, der Jens von Optionsstrategien.tv und heute zweiter Teil unserer kleinen VIX-Reihe, also das heißt VIX Volatilitätsindex, und heute schauen wir uns mal die VIX Futures und die dazugehörigen Optionen an. Im ersten Video habe ich schon ganz kurz erklärt, warum man auf den VIX eben nicht einfach so pauschal immer Puts unterhalb der 10 schreiben kann. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung, das liegt einfach daran, der VIX selbst ist eben ein sogenannter synthetischer Index, er wird selbst überhaupt nicht gehandelt und dadurch gibt es auch keine Optionen, die man auf ihn handeln könnte. Jetzt gibt es aber natürlich, wenn man in seine Handelsplattform hineinschaut, dennoch VIX-Optionen an sich, und jetzt kann man sich ja fragen, ja wenn es aber einerseits sagt der Jens hier, die gibt es gar nicht, und auf der anderen Seite sehe ich sie doch in meiner Handelsplattform. Und da muss man wissen, dass ich eben diese VIX-Optionen nicht auf den VIX direkt, sondern auf die sogenannten VIX-Futures bezieht. So, und was sind jetzt diese VIX-Futures? Futures sind natürlich wie alle Futures immer Wetten auf die Zukunft. Das heißt, wenn ich mir den VIX anschaue, dann sehe ich, wie ist denn die aktuelle implizite Volatilität jetzt gerade in diesem Moment. Übrigens, dieser VIX-Index aller 10 Sekunden wird er berechnet. Und das heißt also, alle 10 Sekunden nehmen die Programme oder die Computer einfach die impliziten Volatilitäten dieser vielen, vielen S&P-Optionen und berechnen daraus den VIX. Die VIX-Futures dagegen sind immer eine Wette, wie wird denn die Volatilität in der Zukunft sein. Und wenn wir das wissen, dann haben wir auch eine gewisse Vorstellung, wie müssen denn die Preise dieser VIX-Futures sein, je nach Restlaufzeit dieses Futures. Wenn wir uns einfach mal anschauen, wir hätten jetzt hier verschiedene Futures, also zum Beispiel hier den VX1 und hier hätten wir den VX2 und hier hätten wir den VX3. Das soll heißen, der läuft von mir aus 30 Tage, der nächste 60 Tage, der andere 90 Tage. Und wenn wir jetzt einfach mal vom logischen Denken ausgehen und sagen, okay, wann ist denn die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Volatilität ansteigt? Ist das jetzt größer in einem Zeitraum von 30 Tagen? Ist das größer in einem Zeitraum von 60 oder vielleicht sogar in 90 oder eben noch länger? Und ich glaube, da kommt man sehr schnell darauf, dass die Wahrscheinlichkeit natürlich zunehmend, je länger die Laufzeit dieser Futures ist. Und das hat zur Folge, dass diese Futures immer in einer sogenannten Contango-Situation notieren. Das heißt also, während hier beispielsweise der erste Future zu dem Preis gehandelt wird, wird der nächste dann schon zu diesem Preis gehandelt, der dritte schon zu diesem Preis und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier eine Terminstrukturkurve, eine sogenannte TSK, die ein ganz klassisches Verhalten von Contango aufweist. Das heißt also, die nachfolgenden Futures werden immer teurer. Auf der anderen Seite ist es so, dass in einem normalen Umfeld, das heißt nicht einem Crash-Umfeld, sondern einem ganz normalen Umfeld, der VIX selbst immer tiefer oder zumindest in den meisten Fällen tiefer als die Futures notiert. So, und dann heißt das natürlich, wenn wir mal so ein aktuelles Beispiel nehmen, wir haben jetzt Anfang Juni 2016, der VIX notiert irgendwo bei knapp unter 13 Punkten, also vielleicht sagen wir hier 12,8, und der erste Future notiert aber eben bei von mir aus 14 und der nächste bei 15,10 und der nächste dann vielleicht schon bei 16,20. Und da sehen wir natürlich, dass wir hier jetzt überhaupt nicht in der Lage wären, Optionen unterhalb von 10 zu verkaufen, weil wenn wir überlegen, wir hätten hier einen Future, der bei 14 steht und wir würden unter 10 Optionen verkaufen wollen, dann werden wir für diese Optionen, vorausgesetzt die gibt es, würden wir überhaupt kein Geld bekommen. Das heißt, wir könnten die gar nicht verkaufen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, kein Problem, dann verkaufe ich halt welche bei 12. Aber da gibt es natürlich folgendes kleines Problem, nämlich stellen wir uns vor, das ist der aktuelle VIX Future und der steht von mir aus bei 14. Und der VIX selbst notiert hier darunter bei, sagen wir, 13. Zum Verfallstag dieser Futures müssen sich die beiden allerdings hundertprozentig annähern. Das heißt, dieser Future muss genauso viel kosten wie der Index. Wie kann jetzt diese Annäherung erfolgen?
im Grunde genommen auf zwei Wege. Nummer 1, der VIX-Index selbst steigt an. Oder aber Weg Nummer 2, der Future fällt. Wahrscheinlich ist immer so eine Mischkalkulation. Der eine wird ein bisschen ansteigen, der andere wird ein wenig fallen. Das hat aber zur Folge, wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir haben einen Future, der vielleicht noch 3-4 Monate Restlaufzeit hat und der aktuell von mir aus bei 18 notieren würde. Und der aktuelle VIX ist bei eben wie gesagt 13. Und jetzt würde in den nächsten Monaten nichts passieren, es würde kein Crash passieren. Und wir wissen doch, es passiert jetzt kein Crash aller 3 Monate, ne, sondern aller Herrgott Jahre mal. Dann haben diese VIX-Futures immer folgende Tendenz, nämlich, dass diese VIX-Futures tendenziell im Preis erodieren und nach unten fallen. Und deswegen ist es eben keine gute Idee zu sagen, ich verkaufe permanent Puts auf diese VIX-Futures. Warum? Weil man wird immer gegen den Trend handeln. Das heißt, die werden immer gegen einen laufen. Und man kann eben nicht hergehen und kann sagen, okay, wenn ich doch aber weiß, dass der trotzdem tendenziell nie unter 10 fallen wird, kann ich eben jetzt nicht hergehen, kann sagen, beim Stand von 18, ich verkaufe hier bei 59 einen Put. Warum? Ich kriege kein Geld dafür. Wenn ich aber hergehe und sage, ich verkaufe hier bei 16 einen Put, was habe ich dann für ein Problem? Wenn nämlich nichts passiert und es geht tatsächlich nach unten, lande ich mit diesem Put sehr, sehr tief im Geld. Und diese VIX Futures, die sind nicht gerade billig, denn ein Punkt sind 1000 Dollar. Das heißt also, wenn ich hier bei 16 einen Put Short habe und am Verfallstag geht der von mir aus mit 12 raus, dann bin ich 4000 Dollar mit dieser Option hinten. Und das kann natürlich nicht Sinn und Zweck eines Optionsverkaufes sein. So, und daran sehen wir an diesem wirklich kleinen Beispiel, dass also diese grundsätzlich schöne Idee, ich verkaufe mal immer Puts unter 10 im VIX, dass das in der Praxis nicht funktioniert. Wir können aber trotzdem eine ganze Menge aus dem VIX heraus ableiten, zum Beispiel, wie sich diese Terminstrukturkurve verhält, und dann gibt es auch noch ein paar Derivate auf das Ganze. Und darüber sprechen wir dann im nächsten Video. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal, verbreitet dieses Video, stellt eure Fragen unten in den Kommentaren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.